Mein Name ist Chris Krause. Ich bin Chefkoch und Inhaber vom Restaurant Laubenhöhe in Weinböhla. Heute möchte ich Ihnen eine Wachtel mit Steinpilzfüllung zubereiten. Zu diesem Gericht muss die Wachtel im Ganzen bleiben. Ich löse sie aus und damit sie ganz bleibt, müssen wir das von hinten tun. Das ist etwas komplizierter. Es wichtig ist, sowieso beim Kochen, dass man gute Zutaten hat. Die Wachteln, die ich nehme, sind besonders naturnah gemästet. Ich achte besonders auf frische und gute Lebensmittel. Das ist auch bei dieser Wachtel sehr wichtig, weil wenn man tiefgefrorene Produkte verwendet, die oftmals von minderer Qualität sind und nur schnell hochgejagt wurden, dann kann man nicht erwarten, dass man so ein gutes Aroma oder ein gutes Produkt erhält. Also man muss sehr vorsichtig sein, weil wir wollen die Wachtel füllen und da darf man kein Loch reinschneiden, sonst purzelt dort die Füllung raus. Sie sehen, es macht etwas Arbeit und ist bestimmt nicht für Ungeübte geeignet. Deshalb können Sie diese Wachteln beim Fleischer Ihres Vertrauens auch ausgelöst bestellen. Sie müssen nur erklären, dass sie noch im Ganzen sein muss, wenn die Karkasse raus ist. So, das wäre jetzt die Wachtel, die wir dann füllen wollen. Auch von der anderen Seite mal zu sehen, es ist alles, muss alles noch ganz sein. Für die Steinpilzfüllung schwenke ich ein bisschen Zwiebel und Butter an. Die wird vorher klein geschnitten. Für die Füllung schneiden wir die Steinpilze in Würfel und geben sie in die Butter und schwenken sie an. Ich mache an die Pilzfüllung noch etwas gehackte Petersilie. Natürlich müssen wir die Pilze auch würzen. Salz und etwas Pfeffer aus der Mühle. So, da geben wir die Petersilie hinzu. So, die Füllung geben wir in die Mitte und klappen die Wachtel wieder zusammen. So können wir sie natürlich nicht braten, da würde sie auseinanderfallen. Deshalb müssen wir sie fixieren. Man kann es mit Nägeln machen. Ich fixiere die Wachtel mit Alufolie. Dazu lege ich sie hier drauf. Und wickel sie ein. Und sie sollte danach wieder ihre ursprüngliche Form haben. Wir würzen die Wachteln noch leicht mit Pfeffer und Salz, bevor wir sie braten. Und geben sie in eine heiße Pfanne mit Butterschmalz. Braten sie ringsum schön an. So, und auf die andere Seite. Ich drehe sie jetzt mal vorsichtig um. So, wenn wir sie angebraten haben, müssen wir die Wachtel wieder rumdrehen. Und geben sie in den vorgeheizten Backofen. Dort garen wir die Wachtel bei 160 Grad circa 10 Minuten fertig. In der Zwischenzeit können wir die Karkassen, die Knochen, anbraten, um eine schöne Soße zu erhalten. Wenn sie schön gebräunt sind, geben wir Wurzelgemüse da hinzu und löschen mit Rotwein ab. Diese Soße lassen wir einen Moment reduzieren, geben sie durch Sieb und können sie dann zur Wachtel reichen.
Unsere Wachtel ist jetzt gegart. Jetzt müssen wir die Wachtel wieder auspacken. Und vorsichtig auf den vorbereiteten Teller setzen. Den Bratenfond geben wir noch in unsere Soße, die wir schon in der Zwischenzeit vorbereitet haben. So, jetzt geben wir die vorbereitete Soße, die ich noch mit einem Schuss Sahne verfeinert habe, dazu. Zum besseren Essen, damit sie sich die Finger nicht schmutzig machen, haben wir noch ein paar Manschetten auf die letzten Knochen gesetzt. Ich hoffe, es war nicht so schwer. Viel Spaß beim Nachkochen. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de